Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Ephelia und verliere gerade meine Stimme, aber wir spielen trotzdem Mass Effect. Und wir haben jetzt in der letzten Folge hier ein neues Teammitglied. Oh Gott, wie hieß sie? Tali? Tali Zora Naraya. Aber wir können sie, glaube ich, Tali nennen. Und sie ist eine Quarianerin. Eine Quarianerin, die auf der Mission ist, erwachsen zu werden. Wie toll das auch immer klingt. Und wir reden mal mit der. So viel Platz. Tausende meiner Leute könnten hier leben und einander kaum sehen. Das stimmt allerdings. Und ich frage mich da auch, ist das ein Raumanzug? Wahrscheinlich, ne? Wie bei diesen, wie hießen die, Volos? Denn, die hat ja auch sowas Komisches vor dem Mund. Jetzt bleibt doch mal stehen. Aber zum Glück, also ich würde, echt zum Glück redet die nicht so wie die Volos mit diesem immer dazwischen, weil das nervt echt tierisch. So, wo müssen wir hin? Ich habe mich verlaufen. Moment. Hier, das sind wir, okay. Da müssen wir hin. Wer ist denn Xeltan? Xeltan. Xeltan, hier. General Septimus hat zugestimmt, keine Gerüchte mehr über die Asari-Konsortin zu verbreiten. Ach, das war der Typ. Hier, der, das ist das Büro. Genau, das Büro von den, ach, wie hießen die? Elcor und diesem, mies, gelaunten hier Volus, der nur neidisch auf die Menschen ist. Und der hier, der hat sich doch aufgeregt über diese, Asari, wie hieß sie noch? Diese Konsortin, genau, und... Wir müssen ja das Gerücht verbreiten. Nein, wir müssen das verbreitete Gerücht stoppen. Seien Sie gegrüßt, Mensch. Dies ist leider kein guter Zeitpunkt. Ich kann Ihnen helfen. Ich weiß, wer Ihr Geheimnis verraten hat. Es war ein Turianer namens Septimus. Ungläubig. Ich kenne diesen Septimus. Er kann nichts von meinen Geheimnissen wissen. Er kann nur durch die Asari davon erfahren haben. Hier. Das sollte Beweis genug sein. Verwirrt seiend. Ich kann mir das nicht erklären. Wenn der Turianer das selbst herausgefunden hat, bedeutet dies, dass alle mein Geheimnis herausfinden könnten. Also sie werden es schon schaffen. Septimus ist ein mächtiger Mann und selbst er hatte Schwierigkeiten, es herauszufinden. Erleichtert sprechend. Ich denke, Sie haben recht, Menschencommander. Danke für diese Information. Erschreckte Erkenntnis. Ich muss mit der Konsortin sprechen. Sie wird sehr verärgert über mein Handeln sein. Nervös entschuldigend. Entschuldigen Sie mich, Mensch. Ich muss jetzt gehen. Keine Sorge, das ist eine ganz nette. Ich bin sicher, dass sie Ihnen vergeben wird. Sie haben nicht bösartig gehandelt. Leise daran zweifelnd. Ich hoffe, Sie haben recht, Menschencommander. Ich würde es mir sehr wünschen. Sie haben mir sehr geholfen, Commander. Zustimmend. Sehen Sie denn, nicht alle Menschen sind so, wie Sie behaupten. Ha. Da bin ich sprachlos. Ich bin sicher, dass der Erdling irgendwie Profit aus der Sache schöpft. Ach. Verzeihend. Hören Sie nicht auf meinen Volus-Landsmann. Sie haben sehr geholfen. Ganz gleich, aus welchen Beweggründen. Volus Landsmann? Seid ihr aus einem Land? Ich verstehe. Okay, so, dann haben wir diese Questreihe auch erstmal beendet, glaube ich. Oder? Haben wir das geschafft? Wo war denn das? Hier irgendwas? Nee. Was war denn das? Hier, das hier? Nee. Ach, vielleicht ist das dann einfach weg, wenn wir das... Ach, hier. Xeltan überzeugt. Beendet. Da, wir haben ein Häkchen. Woo! Es geht also nicht weiter, aber wir müssen selber auch nochmal zur Asari-Konsortin, weil wir eher sagen müssen, dass wir General Septimus mit dem geredet haben, ne? So. Was? Ich habe hier... Konrad Werner, der Fan. Wir haben doch mit dem geredet, oder nicht? Interessante Aufträge haben wir hier. Mit Korban reden. Was war denn das hier? Ach so, das war der Typ, der, der da unten in der Polizeiakademie saß und, also in der Sicherheitsakademie saß und,
Geht's hier lang? Nein, da geht's nicht lang. Okay. Ich muss mich erstmal hier wieder zurechtfinden. So. Und der denkt, dass der Koran ihn umbringen wird. Commander Shepard, hätten Sie vielleicht einen Augenblick Zeit für mich? Samish Bish. Ach, das ist der. Ach, das ist unser Botschafter. Kann das sein? Nee. Hatte der auch vorher schon einen Bart? Ja, okay. Commander Shepard, mein Name ist Samish Bhatia. Bitte halten Sie mich nicht für aufdringlich, aber ich weiß nicht mehr, an wen ich mich wenden soll. Ich helfe immer gern, also nur her damit. Kein Problem. Was kann ich für Sie tun? Meine Frau war eine Marinesoldatin in der 212. auf Eden Prime. Ich habe beantragt, dass mir der Leichnam meiner Frau für die Urnenbestattung überstellt wird, aber das Militär hat abgelehnt. Haben die gesagt, warum? Warum haben Sie den Antrag abgelehnt? Dafür muss es einen Grund geben. Ich weiß es nicht. Sie sagten nur, dass es nicht möglich sei, meine Frau nach Hause zurückkehren zu lassen. Okay, ich werde das herausfinden, ja? Wir kümmern uns darum. Für mein Anliegen ist Mr. Bosker verantwortlich. Zuletzt sah ich ihn in der teuren Bar da drüben. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich möchte meiner Frau nur ein anständiges Begräbnis ermöglichen. Aber klar, wer möchte das nicht? Okay, ja, in eine teure Bar irgendwo. Okay, da gehen wir dann mal hin. War das da, wo die Konsortin ist? Weil da müssen wir ja eh hin. Warte mal, da geht's ja gar nicht lang, oder? Wir müssen hier über die Brücke. Oder wir nehmen dieses Schnelldingens hier, aber ich glaube, das ist nicht weit. Vielleicht finden wir ja auf dem Weg noch irgendwelche Leute, mit denen wir reden können. Nö, gut, dann halt nicht. Dann gehen wir nochmal ganz kurz zu der Konsortin, diesen Quester abgeben, dass wir mit dem Septimus geredet haben und gucken uns mal an, ob das diese teure Bar ist, von dem der jetzt gerade geredet hat, weil dann könnten wir nämlich auch mal mit dem Typen da reden, warum denn die Frau nicht hier rübergestellt wird zu dem armen Baschkisch, irgendwas. So, hier war das doch, ne? War das hier? Ich meine, das wäre hier gewesen. Ja, es war hier. Guten Tag. Septimus hat sich erklärt. Anscheinend möchte er, dass die Konsortin ihm verzeiht. Das möchte er. Hoffe ich zumindest, dass er das möchte. Hier ist kein Typ, oder? Der hier? Nö. Ja, komm, wir gehen dann einfach mal zu der Dame. Es klingt seltsam, aber es war... Ich sehe da aber ein Ausrufezeichen. Ach nee, das ist die Konsortin. Okay, was die alles besprechen hier. Hallo! Commander, ich habe gerade eine reizende Nachricht von Septimus erhalten. Danke, dass Sie mit ihm gesprochen haben. Sogar der Elkor-Diplomat hat seine Kampagne gegen mich abgesagt. Gern geschehen, dafür bin ich da. Es war mir eine Ehre, Ihnen zu helfen. Sie sind sehr freundlich, Commander. Aber Sie sollen mir nicht allein aus Freundlichkeit geholfen haben. Ich kann Ihnen noch etwas anderes geben, falls Sie Interesse haben. Aber sicher doch. Es wäre mir eine Ehre. Mein Geschenk besteht aus Worten. Eine Bestätigung dessen, wer Sie sind und was aus Ihnen wird. Ich sehe, dass Ihnen Ihre Uniform passt, als ob Sie in sie hineingeboren wurden. Sie sind ein Soldat, durch und durch. Stolz, eigenständig, einsam. Aber es gibt ihnen Stärke. Diese Stärke hat sie überleben lassen, als alle anderen sterben mussten. Nur sie haben überlebt und sie werden weiter überleben. Das ist es, wer sie sein könnten, aber nicht, was aus ihnen wird. Es ist nur die Grundlage für ihre glorreiche Zukunft. Denken Sie an diese Worte, wenn Sie einmal zweifeln sollten, Commander. Sehr beeindruckend. Sie haben ein ganz besonderes Talent, Shaira. Ich danke Ihnen. Das weiß nicht jeder derart zu schätzen wie Sie. Sie dürfen die Macht der Worte nicht unterschätzen, Commander. Hier, Commander. Als Belohnung für Ihre Bemühungen um den Elkor-Botschafter möchte ich Ihnen dieses kleine Schmuckstück schenken. Ein Schmuckstück? Was ist das? Ein kleines Geheimnis. Ich habe nie erfahren, zu was es gut ist, aber ich fühle, dass jetzt die Zeit gekommen ist, es weiterzugeben. Okay. Und jetzt muss ich Sie bitten zu gehen. Ich habe alles für Sie getan, was in meiner Macht stand. Und denken Sie an meine Worte, Commander Shepard. Sie werden Ihnen Stärke geben. Okay. Wir haben ein Level gemacht. Und wir haben wieder 2 Punkte zu verteilen. Komm, wir machen das jetzt hier mal auf Panzerung. Nein, ich will da Pistole, oh Gott. Egal, so. Die hier leveln automatisch, ne? Dämpfung freigeschaltet. Oh Gott.
Was hat der? Schütze. Ermöglicht Pistolenschaden und Präzision. Reduziert die Möglichkeit von Überhitzung. Selbst unter Beschuss werden Teile des Schildes wiederhergestellt. Ach, das ist aber schön. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich ein Schild, also ob ich das automatisch habe oder ob ich das noch aktivieren muss oder sowas. Dafür habe ich noch zu wenig gekämpft. Ich hoffe, das erfahre ich nochmal irgendwann. Also, das war hier, glaube ich, jetzt nicht diese Fancy Bar. Glaube ich. Oder das ist der Typ hier. Warte, wir reden mal kurz. Sogar Menschen scheinen die Konsortin unwiderstehlich zu finden. Ja. Nee, das war der nicht. Okay, wo ist denn hier noch eine teure Bar? Meinen die damit Koras Nest? Weil die ist jetzt, ich weiß nicht, das sah eher wie so eine, ja gut, es könnte auch teurer da gewesen sein. Ich kenne die Preise doch da nicht. Ich habe doch nicht danach gefragt, was da ein Drink kostet. Wir gehen jetzt mal zu dem Finanzheini. Ich habe den Namen vergessen. Wie die immer alle sagen. Okay. Warte, wo war der? Der war hier. Nee, warte. Das hier war ein Shop. Ich glaube da hinten, ne? Und dann reden wir mal kurz mit dem. Hier war das. Genau. Ob der uns Informationen geben kann. Ich weiß ja gar nicht, ob wir genug Geld dafür haben. Wir haben ja jetzt immer so teure Lizenzen eingekauft. Was darf ich heute für Sie tun, Commander? Ich brauche Hilfe. Nein, ich brauche Informationen. Man sagte mir, dass Sie für den Shadow Broker arbeiten. Haben Sie irgendwelche Informationen über Saren? Sie sind sehr direkt, Shepard. Das kann ich akzeptieren. Aber Rex hat Ihnen darüber schon mehr erzählt, als ich es könnte. Ich kann Ihnen leider nicht mehr anbieten. Okay, können Sie mir dann was über den Shadow Broker erzählen? Erzählen Sie mir bitte mehr vom Shadow Broker. Die meisten Leute glauben, dass ich mit Wirtschaftsangelegenheiten mein Geld verdiene. Aber meine Währung lautet Wissen. Ich handle mit Informationen und bin so reich geworden. Aber der Shadow Broker ist der wahre Meister. Jeden Tag kauft und verkauft er Informationen, aufgrund derer Regierungen stürzen könnten. Er verkauft sie immer an den höchsten Bieter. Aber dennoch scheint er niemals die natürlichen Kräfteverhältnisse aus dem Gleichgewicht zu bringen. Alle diese preisgegebenen Geheimnisse scheinen sich aufzuwiegen. Am Ende hat niemand einen Vorteil vor den anderen. Wer ist es? Also wer ist er? Oder sie? Oder die? Wissen Sie, wer er ist? Ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Die Abstammung und das Geschlecht des Shadow Broker sind nicht bekannt. Aber ich persönlich glaube, dass eine ganze Gruppe von Leuten hinter seiner Identität steckt. Wie sonst könnte man so viele Informationen gleichzeitig verwalten? Und wie sonst könnte man an so exklusive Informationen herankommen? Aber sie haben alles perfekt arrangiert. Jede Regierung sieht sich gezwungen, ihr Spiel mitzuspielen, um zu wissen, was vor sich geht. Aber egal, wie lange man mitspielt oder wie viele Geheimnisse man kauft, es gibt keinen Gewinner. Mehr wissen Sie nicht? Ich hätte gedacht, dass Sie mehr über den Mann wissen, für den Sie arbeiten. Von Zeit zu Zeit komme ich an Informationen, die ich dem Shadow Broker verkaufe. Nur das ist mein Part. Mir gefällt es so. Je mehr man weiß, desto gefährlicher wird das Spiel. Ich lebe nicht gern gefährlich, Commander. Das überlasse ich Ihnen. Okay. Und ich glaube, die anderen Sachen haben wir das letzte Mal schon gefragt. Erzählen Sie mir von Ihrer Arbeit. Oder? Das galaktische Finanzwesen ist eine komplizierte Geschichte. Gesetze und Vorschriften mit Bezug auf dutzende interstellare Wirtschaftssysteme. Ich bin Experte für die Zusammenhänge der Wirtschaftssysteme. Gegen Gebühr kann man von meinem Fachwissen profitieren. Langweilig. Ich bin zudem ein gefragter Mann, wenn man Geschäfte machen möchte, ohne unnötig Aufsehen zu erregen. Diskret und effizient. Das ist mein Motto. Auf Wiedersehen. Ich bin gerade aufgewacht und ich möchte nicht noch weiter schlafen. Oh Gott. Ich muss jetzt gehen. Nee, aber ich glaube, das hatte er das letzte Mal auch schon alles erzählt. Deswegen ist das jetzt, glaube ich, nichts Neues für uns. So, jetzt muss ich aber gerade mal gucken. Es hieß doch, dass wir auch... warte. Sarens Schuld beweisen. Okay, haben wir uns einfach nur für eine Sache entschieden? Weil es hieß doch auch, dass wir mit dem Typen da reden könnten. Und es kann natürlich sein, dass wir uns für quasi die Auslöschung oder die Ausschaltung von Fist entschieden haben und dafür dann diese Shadow Broker Questreihe dann nicht gemacht haben oder sowas. Das kann jetzt theoretisch sein. Auf jeden Fall
haben wir wohl jetzt die Beweise, die wir brauchen, und wir können nicht noch mehr machen, okay. Es hilft auch manchmal einfach auf die Quest-Dinger hier zu gucken. So, haben wir sonst noch irgendwas? Korban, der war untere Märkte, okay. Dann dieser Fan. Wir haben uns doch mit dem unterhalten und ihm ein Autogramm gegeben, ich weiß nicht. Was sollte schon schaden, mit ihm zu sprechen? Hat er jetzt irgendwie einen Fanclub gegründet oder was? Und die Heimkehr, ach, das ist das. Botschaftslounge im Präsidium. Ah, da hält er sich auf. Sagt das doch einer. Warte, da gehen wir dann auch nochmal ganz kurz hin. Weil das würde mich jetzt auch interessieren. So, Präsidium. Dann gehen wir zu den Botschaften, so. Stimmt, da war ja so eine Lounge. Oh mein Gott, ist die teuer? Das wusste ich nicht. So, die war doch hier, ne? In die Richtung, meine ich. Nee, warte mal, da ging es zu den... Oh Gott, in welche Richtung ging das denn? Warte, haben wir doch hier. Okay. This way. Ach so, da unten ist jetzt so ein schöner Pfeil auf der Map. Okay, gut zu wissen. Warum gehen die Türen nicht automatisch auf? Das nervt. So. Da? Nee, ich glaube, da war die, ne? Ah ja, hier. Ah ja, ich kann mich dran erinnern. So, dann reden wir mal mit dem Verwaltungsbeamten Bosca. Sehr erfreut, Sie zu sehen, Commander Shepard. Ihre Aktivitäten haben für einiges Aufsehen im diplomatischen Korps gesorgt. Kann ich etwas für Sie tun? Ich bin wegen Samish hier. Ja, ein Mann namens Samish Bhatia hat Probleme damit, den Leichnam seiner Frau zu bekommen. Ah, Mr. Bhatia. Ein guter Mann in einer frustrierenden Lage. Ich wünschte, ich könnte ihm helfen. Nirali Bhatia starb auf Eden Prime, wie ihn Mr. Bhatia sicher erzählt haben wird. Ihre Wunden können keiner uns bekannten Waffengattung zugeordnet werden. Deswegen verwahren wir ihre Leiche. Geht es um Gift? Sie glauben, dass Ihr Leichnam kontaminiert oder auf andere Weise gefährlich sein könnte? Nein, Commander. Von Nirali Bhatia geht keine Gefahr aus. Ihr Körper ist vielmehr sehr wertvoll für die Allianz. Diese Teststudien könnten die Grundlage für bessere Verteidigungssysteme gegen die Geth bilden. Anders gesagt, Nirali Bhatia könnte nach ihrem Tod mehr Leben retten als zu Lebzeiten. Oh Gott. Das können wir nicht machen, ne? Weil das ist so grau hinterlegt. Das ist nicht richtig. Warum ist das blau? Was heißt das? Gutes Argument. Ich werde das weitergeben. Samish sollte das hören, untersuchen. Wie lange würden diese Forschung da dauern? Wie lange werden diese Forschungsarbeiten denn dauern? Das ist eine Langzeitstudie. Die Leichen werden wohl noch ein Jahr oder länger untersucht werden. Okay, und wie viele Leichen sind es? Also, um wie viele Leichen handelt es sich da? Sie haben so viele Leichen für die Forschungen. Können Sie nicht auf eine verzichten? Nur ganz wenige Leichen weisen diese neue Art Waffenverletzung auf. Und die wenigsten sind gut genug erhalten für Forschungszwecke. Außerdem benötigen wir so viele Leichen wie möglich, um zu vernünftigen statistischen Werten zu kommen, Commander. Und wann können wir mit Forschungsergebnissen rechnen? Wann kann mit neuen Technologien aufgrund der Forschungsergebnisse gerechnet werden? Wenn wir Glück haben, werden wir in ein paar Jahren ein paar Technologien entwickelt haben. Ach Gott, das dauert so lange. Aber das ist nicht richtig. Ich weiß nicht, warum das blau ist. Blau ist aber eine schöne Farbe, deswegen nehme ich das jetzt. Ich verstehe Ihr Interesse, aber es ist nicht richtig, den Leichnam zu beschlagnahmen. Commander, gerade Sie sollten wissen, wie weit wir gehen müssen, um die Menschheit zu schützen. Das ist Leichenschändung. Das ist trotzdem nicht richtig. Ich weiß nicht genau, heißt das trotzdem nicht richtig, dass sie das dann trotzdem gut heißt? Das ist Leichenschändung. Soldaten sollten sich keine Sorgen machen müssen, was ihre eigene Regierung nach dem Tod mit den Leichen macht. Das stimmt. Schon gut, Commander, ich gebe auf. Es war schon nicht einfach, Mr. Bhatia loszuwerden und ich will keinen Ärger mit Ihnen riskieren. Sagen Sie Samish, dass die Leiche zur Erde zurückgebracht wird. Ich werde mich selbst gleich drum kümmern. Die Leute haben Angst vor uns. Und wir sind vorbildlich geworden. Yay! Gut, dann werden wir doch mal die frohe Kunde... Nein, da geht's nicht lang. Die frohe Kunde verkünden. Warte, war das hier lang? Oh Gott, ja, hier ging's lang. Oh Gott. So, dann reden wir mal mit dem Samish Bhatia. Hallo nochmal, Commander. Haben Sie etwas gehört?
Sie kommen nach Hause. Ich habe Mr. Bosca verdeutlicht, wofür wir wirklich kämpfen. Ihre Frau kommt nach Hause zurück. Ich danke Ihnen. Ich werde nach Hause gehen und alles vorbereiten. Es macht mich nicht glücklich, aber es tröstet mich. Auf Wiedersehen, Commander. Kein Ding. So, gut. Wieder eine gute Tat vollbracht. Jetzt gucke ich gerade noch mal. Wir gehen jetzt auch noch mal. Haben wir hier schon... Ach, okay, wir hätten in Fists Büro Informationen finden können. Ah, okay. Ich würde sagen, ich bin ja so ein Fan davon, erstmal ganz viele Quests abzuschließen, sofern es geht. Wenn man in einem Gebiet ist. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir... Nein, nicht zum Präsidium. Oh Gott. Wir gehen jetzt nochmal in die Bezirke. Und zwar erstmal noch zu Koras Nest. Ich hoffe, da sind jetzt nicht so viele Schießereien, die wir noch machen müssen, sondern dass wir da einfach reingehen können. Vielleicht hat schon ein anderer den Club übernommen oder sowas. Und gucken da nach Informationen. Und dann gehen wir noch eben diesen Koresh oder Korasch oder sowas suchen. Ach, guck mal hier. Business as usual. Was denn? Haben die was zu sagen, wenn die machen? Der Sicherheitsdienst sieht geflissentlich darüber hinweg, was hier los ist. Ich glaube, Fist hat jemanden ausbezahlt. Fist lebt nicht mehr. Tänzerinnen genießen bei meinem Volk höchsten Respekt. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Frauen nicht besonders angesehen sind. Nicht wirklich. Ich weiß auch nicht, ob man... Naja, weiß nicht. Das sind alles Asari. Die scheinen wohl hier so die... wie soll ich sagen? Die sexieste Rasse im Universum zu sein und damit auch sehr zu spielen. Und sind sogar Ratsmitglieder, also scheinen die auch schlau zu sein. Warte, können wir mit dem nochmal reden? Verschwinden Sie. Ach Gott. Lassen Sie mich in Ruhe. So, wir hacken mal ein bisschen. Ach nee, wir hacken nicht. Okay, ich dachte, weil das rot ist, müssen wir hacken. Hier, Waffenspind. Sehr schön. Oh, man kann das automatisch überbrücken mit Universalgel. Nö, komm, das schaffen wir manuell. Das soll ja einfach sein. Und das ist es auch. Yay, okay. Pistole, Sturmgewehr, Präzisionsgewehr. Nehmen wir alles erstmal mit. So, gehen wir mal weiter. Okay, hier ist keiner mehr. Gucken wir mal, dass wir hier auch Informationen finden. Was haben wir denn hier? Ein optisches Speicherdisk. Und jetzt haben wir die Bereichskarte. Ach, guck mal an. Da ist Korban. Mit dem können wir dann auch noch gleich reden. Haben wir jetzt... Moment. Haben wir jetzt hier für die Reporterin Informationen? Ne, haben wir. Okay, sehr gut. Wir haben Informationen für die Reporterin. Keine Ahnung, was für Informationen, aber... Wir haben welche. Kommen wir hier noch weiter? Nein, kommen wir nicht. Okay. Wem gehört denn jetzt dieser Club? Geht der einfach so weiter? Oder, gibt es einen Nachfolger von Fist? Hat der einen Sohn oder eine Tochter oder sowas? Weiß es nicht. Okay. Wir gehen da mal raus. Wieder. So. Und dann suchen wir noch diesen Garosch, Gosch, Gogosch, der da den kleinen kugeligen Kerl umbringen will. Soll. Wollen soll. Den werden wir jetzt auch nochmal einen Besuch abstatten. Das schaffen wir in dieser Folge noch, würde ich sagen. So. Der hat eine Waffe gezogen. Und da hinten ist so ein Feuereindämmungssystem. Kann man das mitnehmen? Nee, ne? Warum steht der da so? Der ist wirklich, also, Entschuldigung, aber der sieht wirklich sehr gefährlich aus. Bleiben Sie da stehen. Werfen Sie die Daten rüber, dann können Sie gehen. Wer sind Sie? Wer sind Sie? Was wollen Sie? Sie wissen, wer ich bin, und ich weiß, dass Sie bluffen. Ich werde Sie noch einmal bitten. Geben Sie mir die Daten. Dann können Yalit und Sie weiterleben. Es gibt keine Daten. Wir haben das, was Sie suchen, nicht. Gut, wie Sie wollen. Männer? Männer? Ey, wer ist denn dieser Korban? Oh, fuck, ey. Aha. Warten Sie! Ich gebe auf! Ich gebe auf! Bitte töten Sie mich nicht! Überzeugen Sie mich!
Was an diesen Daten ist so wichtig? Warum wollen Sie sie haben? Ich dachte, das wissen Sie. Er sagte, Sie würden sie liefern. Warte. Hat er das gesagt? Und was genau sollte ich denn liefern? Die Initialisierungsdaten vom Scannen der Keeper. Es ist so, wir haben ein paar Daten von der Arbeit gestohlen, um die Scanner zu bauen. Wir sollten eigentlich zusammenarbeiten. Ich sammle die Daten, er analysiert sie. Und? Was ist daran so Besonderes? Es ist so gut wie unmöglich, die Keeper zu scannen. Und man kann sie nicht fangen oder ihnen Proben entnehmen. Sie zerstören sich einfach selbst. Wir sind seit Jahrhunderten hier und wissen nichts über sie. Verstehen Sie wirklich nicht? Wir waren die Ersten, die sie jemals gescannt haben. Und Jalid? Warum wollen Sie Ihren Partner töten? Ich will ihn gar nicht töten. Es war Jalids Job, unsere ersten Resultate zu veröffentlichen. Aber er entschied, die Daten für sich selbst zu behalten. Vielleicht, um sie zu verkaufen. Ich weiß nicht. Was? Also wollen Sie nur wieder haben, was Jalid gestohlen hat? Wir verloren die Übersicht. Wir wollten diese Gelegenheit einfach nicht verpassen. Aber das ist jetzt egal. Ich möchte am Leben bleiben. Es ist mir egal, ob ich diese Daten jemals wiedersehe. Mein Kopf raucht. Okay, scannen. Wie sammeln Sie die Daten über die Keeper? Das ist gar nicht so schwierig. Man muss nur nahe an sie heran und dann einen Scan ausführen. Sie scheinen interessiert. Womöglich genug, um mir zu helfen? Vielleicht. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich gebe Ihnen meinen Scanner. Mhm. Wenn Sie einen Keeper sehen, führen Sie einen Scan aus. Diskret, versteht sich. Für jeden neuen Keeper-Scan führt meine Datenbank ein automatisches Update aus. Und dann führe ich ein Update auf Ihrem Kreditkonto aus. Hm. In Ordnung. Ein paar Scans sollten sicher kein größeres Problem darstellen. Sehr gut. Vielleicht können Sie auch gleich mit Jalid sprechen. Die Daten, die Sie für mich sammeln, sind wertlos, wenn mir Jalid nicht bei der Analyse hilft. Natürlich. Ich werde gleich mit ihm sprechen. Danke. Und viel Erfolg beim Scannen, Commander. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht verstanden, wieso sie sich gegenseitig alle umbringen wollen. Aber, ja, okay, jetzt haben wir einen Scanner. Bin ich immer noch meine Waffe am Tragen? So, jetzt nicht mehr. Okay. Was ist das für ein grünes Symbol? Ach, das ist ein Shop, okay. Warte, wo war denn der? Der war im Präsidium. Ach, im Präsidium. Ich denke mal an Polizei und sagt dann Präsidium, aber dabei ist das ja, die Sicherheit. So, wir reisen mal, hier hin. Und mich würde jetzt nochmal interessieren, dieser Fan von uns. War der hier irgendwo? Moment, muss ich gerade mal gucken. Nee, aber hier war Jalid, okay. Jalid heißt der, okay, okay. So, da müssen wir da lang. Warte, wie war das? Hier lang müssen wir. Und dann suchen wir uns gleich noch den Fan. Okay, das schaffen wir nicht mehr in dieser Folge, gehe ich von aus. Aber vielleicht können wir das Gespräch mit Jalid noch führen. So, da war der. Um die Ecke. Ach Gottchen. Guten Tag. Hallihallo. Wieder hier? Haben Sie Korban gefunden? Leider ja. Sie haben mich angelogen, Jalid. Gelogen? Warum sollte ich lügen? Und was ist mit den Daten über den Keeper? Er hat es Ihnen gesagt? Ich wollte nicht, dass das geschieht. Ich fürchtete, Korban würde mich wegen der Daten umbringen. Daher hoffte ich, Sie würden sich um ihn kümmern. Mhm. Okay, schon in Ordnung. Ich werde die Keeper für Korban scannen. Aber Sie müssen aufhören zu streiten. Sie helfen uns? Das ist wirklich sehr freundlich. Wenn Korban die ganze Sache vergessen kann, kann ich das auch. Danke für die Hilfe, Commander. Ich muss jetzt gehen und die Daten analysieren. Ich weiß gar nicht, auf welcher Seite des Gesetzes wir uns damit befinden. Aha, okay. Waren hier irgendwo Keeper? Ich möchte das gerne mal testen, aber ich weiß nicht genau, wo einer war. Ich, also hier nicht. War hier unten irgendwo einer? Ich will jetzt nicht die ganze Zeit danach suchen, weil das ist so, ich sehe das so als Nebenquest, wenn wir sowieso gerade einen sehen, mal an.
Wie gesagt, ich weiß echt nicht, auf welcher Seite des Gesetzes wir uns befinden, damit, dass wir hier irgendwelche Sachen scannen. Nicht, dass wir da irgendwie noch in Problem... Ach, guck mal eine an, hier. Kann ich... wenn ich... Okay, es hat, ja. Wow, das war jetzt spannend. Aber wir haben Geld gekriegt. 50 Credits. Oder ich weiß nicht, was diese Einheit oder die Geldeinheit hier ist. Ob das universale Dollar oder sowas sind. Wahrscheinlich Credits. Das ist so irgendwie Standard bezeichnet. Nee, warte. Das dauert zu lange. Ich fahre jetzt nicht mehr im Aufzug. Ich nehme unser Speed-Reisesystem. Das ist da vorne. So, und nächstes Ziel... Ach, scheiße, Moment, habe ich vergessen. Wir verlassen das nochmal. Und gucken uns nochmal an, hier dieser Fan. Ach, und die Reporterin. Warte, die ist... Wo ist die? Die war doch oben... oberen Bezirke, genau. Und der war doch auch in den oberen Bezirken, oder nicht? Na, komm, geh auf. Okay, da kann man irgendwie nichts anklicken. Aber ich meine, der wäre auch da irgendwo gewesen. Das ist irgendwo im Weltraum und das ist auch irgendwo im Weltraum. Und die Keeper scannen. Einer von 21. Oh Gott, das sind aber einige. Ja gut, aber das ist so eine Sammelquest quasi. Die kann man im Laufe des Spiels irgendwie machen. Dann reisen wir jetzt zu den oberen Bezirken und danach ist die Folge zu Ende. Bezirke. Märkte. Ich gehe mal zu den Märkten. Ich weiß jetzt nicht, ob wir auf den oberen oder den unteren Markt kommen, aber da können wir ja dementsprechend zu dem anderen jeweils gehen. Wir sind an den oberen Märkten. Das ist sehr gut, da wollte ich hin. So, und hier beenden wir die Folge. Wir suchen dann in der nächsten Folge mal unseren Fan. Ich weiß nicht, ob der hier irgendwo rumlief oder woanders. Habe ich vergessen. Muss ich nochmal gucken. Aber wir wollen auch vor allen Dingen auch noch mit dem mit der Reporterin reden, der Informationen geben. Mal gucken, wie viel Geld sie für uns hat oder ob sie irgendwelche anderen Sachen für uns hat. Das werden wir sehen. Und wir sehen uns auch wieder. Ciao!